Wohnungsbaugenossenschaft Zukunft EG. Alle Eisschnelllaufbegeisterten erkennen natürlich sofort, wo wir hier stehen. An der Gunter-Niemann-Störnemann-Halle in Erfurt. Doch es ist Mai, die Sonne scheint und es ist Zeit für Fußball. Olympiasiegerin, Weltmeisterin, Viktorias Mutter und Trainerin Gunda Niemann-Störnemann war hier zum Sportfest der WBG dabei. Sie haben ja nun die ganze Welt gesehen. Was ist für Sie das Schöne an Erfurt und an Thüringen? Eigentlich war es die gemütliche Stadt und die Leute, die Menschen, sie kannten mich. Ich glaube, das ist auch die Beziehung, die man miteinander aufgebaut hat, dass ich hier groß geworden bin, hier habe ich meine Wurzeln und das waren ganz treue Fans. Also ich habe eigentlich immer, wenn ich durch die Stadt gegangen bin, ich habe immer gespürt, ich war lange Zeit weg und man freut sich, dass ich wieder da bin. Was zeichnet den Sport hier in der Landeshauptstadt besonders aus? Über Jahre hinweg war natürlich der Sport etwas ganz Besonderes in Thüringen. Thüringen war weltweit bekannt und diese Emotion, die Thüringer mitgebracht haben, wenn ich an die Olympischen Spiele denke in Nagano in Japan, dort war unsere Thüringer Wurst total beliebt. Die mussten wirklich das selbst produzieren in Japan, weil sie nicht mehr hinterhergekommen sind, haben das Rezept dann von Thüringen erhalten und die Genehmigung, dass sie es machen dürften. Und das war absolut ein Volksfest und sie haben gerne, ganz einfach auch gerne die Thüringer Wurst. Das sage ich jetzt mal nur so, aber sind so Highlights, die einfach schöne Stimmung, schöne Atmosphäre, viele Menschen waren da und das ist eben das Schöne. Was sind Ihre Wünsche für den Sport in Erfurt und insbesondere für die Sportförderung? Ich würde mir wünschen, dass man die jungen Menschen, die sich begeistern für den Leistungssport, richtig unterstützt. Also, dass man sie auf den Weg für den Sport absichert, ob das Studium oder Beruf, dass man enge Kontakte miteinander knüpft, dass man eine gute Basis hat, um letztendlich weiterhin erfolgreich zu sein und dass die Sportler doch auch wissen, ich kann meine Leidenschaft, meine Liebe 100% in den Sport bringen und falle aber nicht in ein Loch, wenn ich aufhöre. Ich bin aufgefangen, weil die Firmen mich wollen, weil sie wissen, ich bin mental stark, ich habe gute Eigenschaften als Leistungssportler und dieses Vertrauen, Wirtschaft und Leistungssport zusammen, das wünsche ich mir. Und alles andere findet sich dann, wenn sie einen guten Trainer haben, der sie führt und wenn sie unterstützt werden, dann werden sie in Thüringen bleiben und dann werden sie auch Spaß an einem Sport, ja. Wie sieht eigentlich so Ihre typische Woche aus? Können Sie uns einen kurzen Überblick geben? Ja, eigentlich ganz normal. Ne? So wie jeder Mensch irgendwo arbeiten geht, bin ich Trainerin. Früher war ich Expertin für ZDF noch, also habe ich beides gemacht. Aber jetzt bin ich hauptberuflich Trainerin und ja, da fängt der Tag am Montag an. Hört manchmal erst am Samstag oder Sonntag auf. Das ist vielleicht ein kleiner Unterschied. Aber ich gehe früh auf Arbeit, habe meine Bürozeit, bis die Schüler, also die Sportler von der Schule kommen. Ja, dann fange ich an mit dem Training. 2,5 Stunden trainieren sie, dann gehen sie wieder in die Schule. Dort mache ich wieder Büroarbeit und Nachmittag kommen sie wieder zum Training und dann trainieren wir 2,5, 3 Stunden. Also es ist ein Vollzeitjob für mich, aber auch für die Sportler und es macht Spaß. Was bekommen die Jugendlichen, die bei Ihnen trainieren, mit auf den Weg? Für mich, denke ich, ist wichtig, sind so 3 Punkte wichtig, dass sie wirklich wollen, dass sie sagen, jawohl, mit Begeisterung mache ich das, dass sie Ziele haben, dass sie sich wirklich sagen, ich möchte das erreichen, denn ohne Ziel ist es planlos, man wird nichts erreichen und dass sie Vertrauen zu mir haben, dass sie mit allen Problemen zu mir kommen können und es gibt Situationen, die sind sehr, sehr schwer. Ich habe junge Sportler, dass sie am Ball bleiben, dass sie nicht aufgeben, weitermachen. Ja, das wäre sehr schön. Dankeschön. Informationen zum Wohnen in Erfurt und zu weiteren Engagements finden Sie hier. Wohnungsbaugenossenschaft Zukunft EG. Caridio Image und Eventfilmproduktion.